Hallo liebe Leute, willkommen bei diesem neuen Video hier. Hier wird wieder FreeCAD genutzt und Inkscape. Es geht hier um etwas für das Osterfest, wenn ihr da Deko machen wollt, findet ihr eine Menge Bilder auf zum Beispiel Pixabay. Da habe ich mir auch ein Bild besorgt. Das möchte ich hier mal in Inkscape erst einmal importieren. Also ich gehe hier auf Importieren. Da ist das Bild, das ist so ein Hase. Und den öffnen wir jetzt einfach mal. Und das ist eine Bilddatei. Bilddatei heißt in diesem Falle, dass sie aus Pixeln besteht. So, diese Datei, die möchte ich jetzt irgendwie so anpassen, dass sie halt in FreeCAD zu einem 3D-Modell umgewandelt werden kann. Ich habe die Zeichnung jetzt hier reingesetzt und dann, wenn man die selektiert, dann geht er hier automatisch direkt auf Bitmap nachzeichnen. Man kann das auch hier oben über Pfad hier Bitmap nachzeichnen auswählen. Und dann sieht man hier schon in der Einstellung Helligkeitsschwellwert mit hier einem Schwellwert von 0,45. Ich glaube, das sind Standardwerte. Man kann hier jetzt auch dran rumspielen und da sieht man, was dann passiert. Dann ändert sich was an der Zeichnung. Und zwar, es werden Teile dunkel, die vorher hell waren. Das ist aber gar nicht so unbedingt notwendig. Also wir können das ruhig so auf die 0,45 stehen lassen, weil die Farbinformationen, die interessieren uns wirklich nicht. Also machen wir das ruhig auf 0,43. So, das sieht ja ganz gut aus. Und dann geht man einfach hier in diesem Bitmap nachzeichnen. Wichtig ist, dass das hier auf Helligkeitsschwellwert steht, weil Kantenerkennung, dann erkennt er hier so Doppelkanten. Das möchte ich so gar nicht haben. Und dann kann man noch Farbquantisierung wählen. Da kommt auch nicht das raus, was man sich so vorstellt. Also wenigstens nichts, was ich in FreeCAD jetzt vernünftig nacharbeiten kann. Und dann gibt es noch das Auto-Trace. Da kommt wirklich dann eine Datei raus mit den richtigen Farbwerten. Aber auch das will ich in FreeCAD gar nicht haben, diese Farbwerte, weil ich kann sowieso nicht farbig hinterher 3D drucken. Also gehen wir hier wieder auf Helligkeitsschwellwert mit der 0,45 ungefähr. Jetzt sind es 0,434. Und man geht auf Anwenden. Und da ändert sich hier auf der Seite erstmal gar nichts. Und was macht man jetzt? Man nimmt das Häschen hier, selektiert das und schiebt das so raus. Und dann sieht man hier, da ist der Originalhase. Den lösche ich raus, das Bild. Und dann nehme ich wieder diesen gewandelten Hasen und setze den hier schön mittig rein. So, dass alles mit wirklich in dem Bereich ist. Und dann speichere ich diese Datei jetzt hier, Datei speichern unter. Und dann nennen wir die mal Hase 4. Ihr seht, ich habe ja schon ein paar andere Hasen ausprobiert. Und so, da haben wir auch, der hat mir hier ganz gut gefallen. Und vor allen Dingen, der ist frei verfügbar. So, dann wird Hase 4 gespeichert als SVG-Datei. Und damit bin ich in Inkscape fertig. Ich kann in FreeCAD wechseln. Datei ist schon da, aber ohne Inhalt. Das heißt, ich gehe einfach her, Datei und importieren. Und importiere jetzt die Hase 4 SVG, Einstellung SVG S Geometry. Und dann einmal auf Öffnen. Da hat er ein bisschen was zu tun. Und da kommt jetzt was Komisches da raus. Also so, da sieht man hier, da sollte man sich nicht von beeinflussen lassen. Das heißt, ich habe hier eine Menge von Faden. Die kann ich jetzt alle selektieren. Aber bevor ich das mache, wechsle ich hier vom Part-Design in die Draft Workbench. Und da haben wir hier die Funktion Entwurf zu Skizze und die werden wir gleich benutzen. Also jetzt werden alle diese Pfade selektiert. Erst oben einmal, dann hier unten mit gedrückter Shift-Taste. Ich mache mal die Tastenbefehle oben an, dass ihr seht, was ich drücke. So, da mit gedrückter Shift-Taste. Jetzt sind hier alle selektiert. Dann wird die Funktion hier ausgewählt. Entwurf zu Skizze. Da hat er ein bisschen was zu tun.
So, da ist er fertig. Das hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Deswegen wird das auch beschleunigt gleich im Video für euch zu sehen sein. Und dann selektieren wir wieder hier diese Pfade und drücken einmal die Leertaste. Dann ist das weg. Und dann gucken wir uns an, was hat er denn hier gemacht. Okay, das heißt, das sind alles jetzt Vektoren. Die sind alle in diesem Sketch. Fein. Da machen wir jetzt was Hübsches raus. Und zwar, ich wechsle jetzt wieder zurück in den Part-Design-Modus. Dann im Part-Design-Modus, da machen wir einen neuen Körper. Den haben wir da. Den Sketch, den schiebe ich in den Körper rein. Und hier, da gehe ich her und selektiere die XY-Ebene. Und hier mit dieser Funktion, da setze ich jetzt den Sketch auf die XY-Ebene. Wenn das nicht sowieso schon passiert ist, aber zur Sicherheit das immer einmal machen. Ebene Fläche, okay. Und jetzt ist der Sketch verankert auf der XY-Ebene. So, bevor ich jetzt mit dem Sketch etwas mache, ich kann das Häschen hier so gar nicht vernünftig bearbeiten, weil ich möchte ja da was rausschneiden oder was aufpolstern. Und das kann mehrere Objekte geben, wenn ich das hier mache. Also gehe ich her und erzeuge eine neue Zeichnung. So, da ist die neue Zeichnung. Also hier hat er wirklich einiges zu tun. Das ist wohl gar nicht so einfach, dieses Häschen. Und hier erzeugen wir jetzt ein Rechteck. Das lassen wir da beginnen. Das wird so groß, dass der Hase da so drin ist. So zum Beispiel. Und dann können wir das noch bemaßen. Kann man mal gucken, was wir hier haben. 220. Und das Maß hier 295. So groß wird dieser Hase jetzt. Und dann schließen wir diese Zeichnung ab und ich mache jetzt aus diesem Sketch hier eine Aufpolsterung. Die mache ich aber nicht nach oben, sondern umgekehrt nach unten und nicht 10 mm, sondern nur 3 mm. So, und jetzt kann ich mir überlegen, was mache ich mit dem Sketch. Ich gehe davon aus, da das so aufwendig ist, dass ich das wieder gleich beschleunigen werde bei der Bearbeitung. Also fangen wir an. Ich selektiere den Sketch und mache erstmal eine Aufpolsterung. Okay, die soll nicht 10 mm, sondern ich sag mal nur 1 mm hoch sein. Okay, da haben wir jetzt sowas wie eine Ausstechform oder was auch immer für so ein Häschen. Und wenn ich jetzt etwas machen möchte, dass ich zum Beispiel wie so eine Art Stempel, den ich hinterher mit Silikon ausgieße, um dann so einen Silikonstempel zu erzeugen, dann würde ich das nicht so machen, sondern dann würde ich das Pad hier erstmal wieder rausnehmen. Und das hat er schon gemacht. Und dann gehen wir jetzt her und das ist ja 3 mm. Ich mache jetzt aus diesem Sketch hier eine Tasche. Selektieren wir einmal. Das wird jetzt einen Fehler geben, weil hier Objekte hinterher ausgeschnitten werden, die nicht mehr, keine Verbindung mehr mit dem Hauptobjekt haben. Okay, die haben keine Verbindung damit. Ich muss hier die Tiefe, da drücken wir jetzt einfach 1 mm, dass ich das reinfräsen. Wir lassen es nochmal berechnen. So, jetzt haben wir das Häschen hier und da ist jetzt reingefräst. Und da kann man jetzt Silikon zum Beispiel reindrücken und oben eine Silikonschicht drüber ziehen und so eine Art Stempel damit produzieren. Und das war es auch schon zu diesem Video.
Ich werde auch sowas produzieren und mal ausprobieren, wie es funktioniert. Das könnt ihr dann in der Community bei mir auf dem Kanal sehen, wenn ich das fertig habe. Okay, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!